Herzlich willkommen zum Breaking Heads Livestream, unserem zweiten 9. Edition Special. Letzte Woche war es noch so eine bisschen spontane Aktion, heute ist schon ein bisschen besser geplant. Wir haben heute als Thema die Geländeregeln, die sind auch schon überall im Internet verfügbar. Deswegen besprechen wir die auch heute schon. Und zwar auch ganz anschaulich an ein paar Beispielen aus dem Tabletop-Simulator. Also ihr seht gleich quasi die digitale Version von Warhammer. Das ist jetzt einfach der Anschauung wegen und so ist es auch viel einfacher. Genau, dieses Live-Special ersetzt jetzt für ja, so ein bisschen die Zeit des Übergangs in die 9. Edition, den Breaking Heads Podcast. Der Breaking Heads Podcast ist nämlich darauf aufgebaut, dass wir immer konkrete Armeelisten mit Spielern besprechen, die auch viel gespielt haben und die euch beibringen. Aber jetzt ist es halt in der 9. Edition, wird halt alles nochmal neu aufgesetzt und momentan gibt es quasi gar keine Armeelisten zu besprechen. Und anstatt wild zu spekulieren, rede ich lieber mit drei Experten über die konkreten Regeln, die jetzt sozusagen nach und nach rauskommen. Und wir werden im Teil 1 dieses Livestreams, also der Livestream ist jetzt live auf Twitch, ihr könnt jede Woche euch da teilnehmen und im Chat Fragen stellen. Also wenn ihr auch jetzt hier live Fragen habt, bitte haut die raus, wir beantworten die gerne. Heißt Smoking D6. Wir hauen im ersten Teil euch die ganzen Geländeregeln um die Ohren, wir besprechen die, ja, gucken, ob wir das auch alles richtig verstanden haben oder ob ihr das verstanden habt oder keine Ahnung, was es da für komische Sachen noch gibt. Und im Teil 2, der dann wie beim Podcast auch immer Patreon-exclusive sein wird, gehen wir nochmal konkreter darauf ein, wie das vielleicht auf die einzelnen Armeen oder auf das Meta eine Rolle Einflüsse haben könnte und ja, gehen halt da nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe. So, ich gehe mal rüber. So, in dem, was ich hier schon vorbereitet habe, wo ist denn das? Ja. Und zwar hierhin. Hallihallo, ja, da. Also, ich habe wunderbare Gäste, die jetzt auch wie die kleinen Kinder gerade mit den Figuren spielen. Und zwar einmal, warte, wo sind Sie denn jetzt hier? Einmal den Ja, gut, Manuel, das ist der willkommen. erste. Manuel, sag doch mal Hallo. Moin. Hallo. Sehr gut. Könnt ihr mal kurz die Figuren stehen lassen wieder? Wir brauchen die gleich noch. Okay, also wir haben Manuel dabei. Manuel kennt ihr auch schon hier aus dem Podcast, ist auch bei den Wrecking Heads als Coach dabei, spielt seit Ewigkeiten, ist auch ETC-Spieler, spielt vor allem viel Imperiumsarmeen und hat schon Space Marines gespielt, bevor die cool waren. Außerdem haben wir noch dabei den Matthias, der war auch schon letzte Woche dabei. Hallo Matthias. Moin. Und Marian, jetzt hör mal auf mit dem Flieger rumzufliegen hier. Hallo Matthias, sehr schön, dass du auch dabei bist. Matthias ist auch ETC-Spieler, spielt auch schon seit Ewigkeiten 40k, auch kann zu allem was sagen und spielt Space Marines, seit sie cool sind. Und dann haben wir noch den Marian dabei, den kennt ihr von vielleicht einem Livestream-Spiel hier, was ihr auch auf YouTube sehen konntet. Hi Marian. Hallo. Marian hat auch schon bei der ETC gespielt, nämlich letztes Jahr, auch schon immer mit dem ETC-Team trainiert, spielt eigentlich immer Dämonen, aber jetzt gerade auch Admech oder hat auch schon mal irgendwelches anderes Zeug gespielt mit Feldkontrolle. Alles Mögliche, ja. Schön, dass du dabei bist. Ja, Leute, wie findet ihr denn die neuen Geländeregeln? So, ganz grob. Manuel, fang du doch mal an. Du hast ja Also irgendwie ich habe sehr, sehr viel Drang, was zu tun. ja, ich muss entweder meinen Mund beschäftigen und wenn ich das nicht darf, weil du dauerhaft redest, muss ich dann halt meine Finger beschäftigen. Ich finde die Geländeregeln sehr gut irgendwie. Also ich habe schon ein Spiel gespielt, durfte schon ein Spiel spielen. Hab mit Wäldern, Ruinen und einem Hügel gespielt, wobei der Hügel die ganz krassen Regeln hat. Und finde die Regeln im Großen und Ganzen ziemlich gut. Also, ja. Okay, Matthias? Ich habe leider noch nicht spielen können. Aber das, was ich bisher in den Regeln gelesen habe, sieht echt sehr gut aus. Also mir gefällt auch gerade, dass die sehr schön aufgeteilt sind nach verschiedenen Rubriken. Also dass eigentlich fast alles irgendwie eingeteilt ist, dass sogar Bilder mit im Regelbuch sind und dass man alles relativ gut definieren kann. Und dass es auch mehr zum Differenzieren gibt und nicht immer nur,
Ruine, Hügel oder Wald, Krater. Also vorher gab es so 4 verschiedene Sachen und jetzt gibt es halt ganz viele verschiedene Regeln so. Die sich dann auch wirklich unterscheiden voneinander. Wo es dann nicht egal ist, ob man das jetzt irgendwie Hügel nennt oder irgendwas anderes, sondern man muss sich wirklich überlegen, wie nenne ich was. Und jedes Gelände hat seinen individuellen Einfluss aufs Spiel eigentlich auch. Das ist irgendwie so das Coole daran. Ja, deswegen haben wir hier auch quasi, wir gehen jetzt mal so alle Geländetypen durch, das sind ganz schön viele. Teilweise ähneln die sich sehr, aber teilweise sind die auch, finde ich, extrem anders. Das ist irgendwie ganz cool. Marian, dein erster Eindruck? Also ich finde das, was Matthias gerade angesprochen hat, an sich auch ganz cool. Ich muss sagen, ich finde es dadurch auch ein bisschen unübersichtlich im ersten Moment. Fand es ein bisschen anstrengend, mir das alles ein bisschen durchzulesen. Aber es hat auf der anderen Seite wirklich sehr differenziert, was halt dann wieder gut ist. Und ich glaube, wenn man das dann halt mehrfach einfach gespielt hat, dann geht das sowieso. Ich finde sie interessant. Ich hatte das auch schon ein Spiel, da haben wir es aber leider noch ein bisschen falsch gespielt, die Regeln. Da hat es auch nicht so einen großen Einfluss letzten Endes. Ich glaube, da muss man halt auch dann wirklich gucken, was man wie auf den Tisch stellt, damit das dann wirklich einen guten Vorteil bringt. Mhm. Fürs Spielgefühl dann. Ja. Ja, finde ich ein gutes Stichwort. Also ich habe jetzt quasi hier so ein paar Standardtisch aufgebaut, die wir jetzt beim Warhammer-Turnier benutzt haben. Das ist so der mittlere hier. Dann haben wir einen Tisch, der von den Alliance Open Turnieren nachempfunden ist, also diesen großen Amsterdamer Turnieren. Und das hier ist so der Standard ITC-Tisch. Also da können wir danach, glaube ich, auch mal drüber sprechen, wie das so, weiß ich nicht, wie die jetzt noch aussehen könnten oder ob man die noch so bauen könnten. Die sind auch alle hier schon auf den neuen kleinen Tischgrößen, also deswegen ist da so ein schwarzer Rahmen drum. Und auf der rechten Seite hier bei den Geländetypen seht ihr quasi alles, was Area Terrain ist. Das ist ganz schön viel. Und dann gibt es nochmal so ganz viele Obstacles. Und ich glaube, Obstacle ist jetzt eigentlich so eine ganz neue Gattung, die man auch, die uns doch erstmal so ganz fremd ist und plötzlich man irgendwie einen Effekt hat, wenn man nicht drinsteht. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Lass uns doch mal direkt in die Geländesachen reingehen und mit den Area Terrain anfangen und mit den allseits bekannten Ruinen. Hier auf der rechten Seite haben wir so die Standardruinen, die wir jetzt auch beim Warhammer-Turnier mal gemacht haben. Und ich würde auch sagen, weiß nicht, unterbrecht mich, wenn ihr das auch, wenn ihr es nicht so seht, sondern so sieht eigentlich eine Standardruine jetzt auf vielen Geländen aus. Also die hat keine Fenster. Fenster wurden überall zugetackert. Die sind auch möglichst hoch, so diese Mittelruinen, damit da eben auch ein Knight hinterpasst. Nämlich zum Beispiel so. So sieht man jetzt gerade viel Gelände. Will mir mal jemand, kann irgendwie, Auto einfach mal raus. Wie sind die jetzt anders? Wie anders ist es jetzt? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Ja, die sind natürlich ganz schön anders. Also erstmal ist, glaube ich, dieses ich tackere die untere Ruine komplett zu, nicht mehr notwendig. Mhm. Weil die Regeln sagen aus, ich habe eine Ruine und alles, was ich halt hinter die Ruine stelle. Also erstmal hat eine Ruine immer eine Base. Das heißt, das, was man damals schon gemacht hat, ist, diese Diagonale von den zwei Ecken zu ziehen. Jo. Das wird empfohlen, also gibt es immer eine Base. Und Modelle, die hinter einer Ruine stehen, sind nicht sichtbar, selbst wenn die Ruinen Fenster haben. Und Modelle, die halt in der Ruine stehen, die sind halt sichtbar. Auch durch eine Ruine durch. Die einzige Ausnahme ist halt Knight, also Sachen mit 18 Lebenspunkten. Die sind auch sichtbar durch eine Ruine, solange sie 18 oder mehr Lebenspunkte haben. Das ist jetzt das, quasi das hat das Keyword, oder wie heißt das? Area Terrain, die Kategorie Area Terrain und dann den Trade, das, was du jetzt mit der Entdeckung meinst, ist Obscuring, ne? Also ich weiß nicht, was so ein deutscher Nachname heißt, verdeckend oder irgendwie sowas. Verdeckend heißt ab 5 Zoll der Höhe des Geländes, oder muss es 6 Zoll sein? 5. Ich glaube 5. Ist die quasi unendlich hoch, dieses Stück, und kommt 6 Sicht blockieren. Das heißt, wenn jetzt, können wir mal hier den, Flieger also auch nicht, ne? Aber wir können jetzt so nehmen. Wir können jetzt dieses Rhino nehmen und dahinter stellen. Und jetzt nehmen wir den Knight und der möchte jetzt auf das Rhino schießen. Ja. Dann würde der das Rhino jetzt nicht sehen in der erneuten Edition. Richtig. Weil diese Ruine ein Obscuring ist und dann geht die quasi so, als wäre diese Wand hier so riesig hoch. So wie man das ja quasi dann früher auch oft gebaut hat. Also man hat dann quasi so hohe Ränder gebaut, die waren ja teilweise noch höher als das hier, was wir hier vorne haben, sondern irgendwie 9 Zoll hoch, so die Sachen. Wie ist dann, aber die Regel gilt nur für alles, was unter 18 Lebenspunkten hat?
über 18 Lebenspunkte und wie man im Chat auch sieht, halt Aircraft hat. Mhm. Aircraft kann man halt auch sehen. So. Ja, das ist Obscuring. Da gibt es natürlich noch eine obskure Regel. Ja. Und zwar ist es so, dass sobald die Sichtlinie über die Base des Modells oder das Modell gezogen wird, damit meine ich die Ruine. Das heißt, ich nehme mal die Ruine, die wir hier haben, und die Ruine hat man wie damals auch gerne hier auf Basen gebaut. Mhm. So. Und ich nehme dann jetzt nochmal das Rhino und stelle das halt so hin, dass es hier so so hallo. Also das heißt, wenn die Sichtlinie über die Base gezogen wird, auch wenn ich das Rhino komplett sehe, kann ich es nicht sehen. Das heißt, von dem Ritter wärst du jetzt wenn es eine Base hätte und wenn wir gesagt hätten, die Base gehört zu der Ruine, dann ist diese ganze Base plötzlich unendlich hoch und bietet richtig. Eine Wand. Ja. Okay, das ist jetzt die allgemeine Obscuring-Regel. Gilt nicht für Aircraft und nicht für große Sachen. Das heißt, in der Situation jetzt, 8. Edition, der Knight könnte quasi gerade auf alles schießen. Also warte, machen wir mal das Ding weg. Wo ist das hier? Da. Da, so. Denn 8. Edition, Knight könnte gerade auf alles schießen. 9. Edition, Rhino ist nicht beschießbar. Die beiden anderen Sachen aber schon. Korrekt, ne? So, wie sieht das jetzt aus? Und das ist ja quasi die andere Regel von Obscuring. Wenn man denn jetzt in dem Area Terrain drinsteht, also was ist, wenn jetzt in der kleinen Base das Rhino drinsteht? Wie ist dann die Regel? Die Regel ist dann, dass die Sachen sichtbar sind, solange sie auch wirklich sichtbar sind. Also es kann ja sein, dass wie in dieser Ruine hier, das unten wirklich zu ist. Dann ist es immer noch unsichtbar, das Rhino. Aber sobald ein Fenster ist und sich die Modelle da innerhalb der Base befinden, sind sie sichtbar. Also wenn ich jetzt mit dem Knight quasi so hinlaufe und kann hier über das Fenster durchschauen, dann sehe ich dich wieder, weil dann ist einfach die Ruine, wie sie ist, wie sie in echt richtig ist. Richtig. Ne? Also anders gesagt, solange du von der Ruinenregel profitierst, also Cover, profitierst du nicht von diesem Unsichtbaren dahinter und andersrum halt. Okay, wir können ja mal, solange du nicht drin bist. Machen wir mal kurz einen kurzen Szenenwechsel. Nehmen wir hier diese anderen Ruinen, weil das sind so die Ruinen, finde ich, die hat man jetzt viel gesehen und da musste man irgendwie eine 8. Edition hinbauen. Aber jetzt gucken wir mal das hier an. Also das ist jetzt eher so eine Ruine, die man vielleicht in der 7. Edition gesehen hat. Die hat ganz viele Fenster. In der 7. Edition hätte man jetzt vielleicht 4er Deckung bekommen. In der 8. bekam man so jetzt gar nichts, wenn das Rhino da draus steht. Deswegen hat man es immer mit den Fenstern zugespielt. Jetzt sind wir in der 9. Edition. So wird jetzt das Rhino nicht gesehen. Gar nicht von dem Knight. Richtig. Aber wenn es jetzt nach vorne geschoben wird, machen wir hier ein bisschen hoch. So, jetzt kann der Knight da komplett reinschießen. Weil jetzt ist das Fenster, wie es Fenster ist. Ja. Das Obskure ist natürlich, dass das ist jetzt kein Rhino, sondern vielleicht ein Laserkanonen-Predator. Der könnte halt natürlich durch die Fenster den Knight sehen, weil der Knight nämlich 18 Lebenspunkte mehr hat. Ist das natürlich da dann das. Oder mit dem Flieger. Richtig. Ja. Okay. Was hat die Ruine noch für? Ich glaube, das ist ziemlich klar, ne? Ich gucke mal in den Chat. Der Ruine geht zu Line of Sight, ja. Muss man in der Ruine stehen? Was heißt, Erzmann, was meinst du damit? Also wenn du nicht da drin. Ach genau, dann ist vielleicht die Frage, die nächste Frage, du hast ja gerade schon angedeutet, es gibt Cover. Also kriege ich jetzt mit dem Spaceman hier, dem normalen Typen, Cover hinter der Ruine? Nein, du bist nur nicht sichtbar. Ich bin nur nicht sichtbar. Aber die Ruine selber hat ja Light Cover als Sonderregel. Das heißt, sobald der Space Marine die Ruine berührt, ist er sichtbar, aber er hält dann Light Cover, das heißt halt plus ein Safe. Also wie damals das normale Deckung ist eigentlich Light Cover. Und hier ist ja, finde ich, jetzt gerade. Da hab ich vielleicht kurz nochmal eine Frage. Sogar. Heißt das jetzt auch in dem Fall, das hier ist auch berühren, wenn ich mich an die Wand stelle vorne? Ja. Oder hier zum Beispiel einfach an die Wand ranstelle? Ja, das ist so ein bisschen die Sache, was wir schon in den Achten hatten, genau. ob man die Ruine von außen berühren darf. Und dafür heißt das jetzt, dass ich Light Cover habe, ne? Das ist halt so ein bisschen. Ich glaube, das wäre wieder. Genau, Erzwand, ja. Dahinter Lost Block und wenn drin stehst, True Line of Sight. Ich glaube, das ist wieder eine Deklarationsfrage, die wir irgendwie nicht klären müssen. Ich habe nicht gelesen, dass es irgendwie dadurch mehr geklärt wäre. Ich muss sogar sagen, Manuel, dass in den Regeln habe ich auch nicht gefunden, dass eine Ruine eine Base hat, weil eine GW-Ruine, die sieht ja tendenziell eigentlich eher so wie die, also
jetzt wie die hier aus, sag mal nur eben ohne mit Fenstern, die hat nämlich eigentlich immer keine Base, wenn man die so kauft. Deswegen habe ich mich schon gewundert, wenn, also da ist auf dem Foto eine Gewehrruine, die keine Base hat und es wird aber als Area Terrain deklariert. Also wäre es doch sogar eigentlich so, dass wenn ich jetzt, nehmen wir mal wieder das Rhino oder also die Space Marine, dass der Space Marine so noch gar nicht in der Zone ist, weil, ups, nicht hier, sondern da unten. Achso, kurz locken. Hier bin ich ja gar nicht in der Zone bei der Gewehrruine, weil diese Gewehrruine hat ja gar keine Zone. Wäre ich dann nicht eigentlich nur hier oben drin in der Zone? Naja, aber das steht ja in den Area Terrain Regeln drin. Aber stand da was von Diagonalen und oder wenn du drunter stehst oder sowas? Ja, da steht was von Diagonalen und von Base. Oh. Ich lese mal. Each time an area terrain feature is set up on the battlefield, both players must agree upon the footprint of that terrain feature. That is the boundary of the terrain feature at ground level. This is essential to define so that players know when a model is wholly on or within that terrain feature. And when it is not, for some area terrain features, their footprint will be obvious, especially if the terrain feature has a base or some other well-defined boundary. But if not, then agree with your opponent that the footprint is. Mhm. Ja, sehr gut. Ich glaube, das beantwortet beide Fragen von mir und Marian, oder? Dass das, also sie sagen halt quasi, deklariert ist. Ja, genau, weil die sagen nicht explizit, wie man es deklarieren soll. Also wir sagen halt nur, wenn es eine Base hat, dann ist es klar deklariert. Mhm. Und wenn es keine Base hat, dann ja, regelt das irgendwie. Das heißt, Spieler A kann auch sagen so, nö, ich möchte gern ohne Base spielen. Und Spieler B sagt, ich möchte mit Base spielen. Ja, aber ich finde es schon mal sehr viel besser als in der 8., wo es hieß, quasi, es gibt keine Regeln. Und jetzt wenigstens so, okay, das sind unsere Regeln und das hier müsst ihr noch definieren. Genau. Gibt es dann noch also die Roll-Off-Regel, dass man sagt, wenn ein Stand würfelt man 4+Wurf? Muss ja, also, oder du rufst einen Judge, aber ich will keinen Judge rufen für Gelände deklarieren. Ja. Ja, oder die Orga sagt halt vorm Turnier mal kurz an, so wie es bisher auch war. Es werden alle Base, also alle Ruinen so gespielt, als auch die eine Base hätten mit der Diagonale geschlossen. Ja. Und dann klärt das auf jeden Fall schon mal die ersten 5 Minuten Stress am Tisch, die potenziell entstehen könnten. Nachdem ich gespielt habe, kann ich mir sogar vorstellen, dass die Orgas irgendwann sagen werden, selbst wenn die Ruine auf einer Base steht, dass die Base, die vor der Ruine ist, nicht zählt. Hm. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja, dass die halt alle nur so ein bisschen aussehen, wie die hier, ne? Aber oft hat man sie dann halt irgendwie der Ästhetik wegen oder vielleicht auch damit sie nicht umfallen oder so irgendwie so gebaut. Ja. Okay, lass uns mal über die weiteren Traits von den Regeln, nämlich Scalable, Breachable, Defensible und ja, Lightcover wollte ich auch noch was zu sagen, weil Lightcover finde ich sehr interessant. Vorher war es ja so, es gab eine allgemeine Regel für Cover und die hieß, ja, du bist im Geländestück und dann kriegst du Deckung. Dann gab es eine Regel noch extra für Fahrzeuge, die hieß, wenn du 50% verdeckt wirst. Jetzt ist es so, das steht in dem Lightcover drin, neben Area Terrain steht das drin und der Area Terrain bezieht sich ausschließlich auf Infanterie, Bestien und Schwärme. Das heißt, in der Situation hier jetzt zum Beispiel kriegt der Space Marine Deckung, der Primaris-Typ hier, und dieses Rhino hat gar keinen Vorteil. Stille, oder? Achso, du meinst Obstacles. Ja, Area Terrain ist für alle. Nee, ist nicht für alle. Nee. Area Terrain ist halt genau für Infantry, Beast and Swarm Models receive the benefits of cover for Area Terrain while they are within it. Genau. Ja. Also quasi würde es niemals Sinn machen, alles, was nicht Infanterie, Beast oder Swarm ist, auch das Gelände berühren zu lassen. Genau. Einfach, weil man dadurch gesehen wird, potenziell, und man so einfach unsichtbar ist. Also im Grunde, Infanterie, Beast, Swarm sucht sich aus, ob die gesehen werden möchten oder Cover haben wollen. Und der Rest, der möchte halt gern unsichtbar sein, wahrscheinlich. Also ich finde das halt auch total interessant, weil wenn ich immer überlegt, also zum Beispiel die Shining Sphere hier, der darf halt nur hier stehen. Und wenn das jetzt aber mal, nicht den Knight, sondern wenn das halt mal viele sind, dann haben die plötzlich nicht mehr dieses ganze L hier, wo die so schön reinstellen können, weil wenn die das machen, dann ist hier, werden sie halt gesehen, also müssen sie eigentlich hier stehen und dann haben sie nur noch so einen kleinen Platz hier hinten frei. Aber sie brauchen auch nicht mehr das ganze L.
Also einfach dadurch, dass sobald der Gegner Sicht über die Base ziehen muss und nicht dich komplett sehen kann, ohne übers Gelände eine Sicht zu ziehen, dann bist du ja im Grunde unsichtbar. Hm. Allerdings, also es ist, ich aber, du kannst ja leichter nach hinten verstecken dann. Ach, von den Schusswinkeln. Du meinst, weil ja quasi jetzt hier noch eine Wand ist, ne? Auf der linken Seite ist noch eine Wand und hier auch. Also genau. Vorher konnte man. Mhm. Also mehr im Rechte gibst, dann kannst du ja so eine riesige Wurst nach hinten bauen zum Beispiel. Ja, ich bin sehr gespannt, wie nachher die, also wie das Gelände nachher aussehen wird, wenn wir das ein bisschen gezockt haben. Weiß nicht, habt ihr da schon irgendwie eine Vorstellung? Manuel meinte jetzt schon, die vorderen Bases kommen entweder ab oder die werden wegdeklariert. Wird man anfangen, auch das hier abzuschneiden? Guck mal, was hier so an dem Rand ist. Hier, einfach das abschneiden, weil jetzt vorher ist das halt irgendwie für die Ästhetik auch da und okay, aber jetzt ist das hier halt quasi genauso hoch wie das hier. Also die äußerste Kante der Ruinenwand ist gerade so hoch wie die allerhöchste Position, nämlich ja, 6 Zoll bzw. unendlich. Also ich sehe keinen Grund, das abzuschneiden. Also ich meine, im Endeffekt, du hast ja eine Ruine, die mit der Base den Zweck erfüllt und du kannst auch eine Base haben, die länger ist oder so. Also du willst einfach was Schönes da stehen haben und dann sagen, hier, das ist ein undurchsichtbarer Kegel irgendwie. Also macht jetzt keinen Unterschied, ob da ein offenes Fenster ist, wo du durchschaust, oder ob da so ein kleiner offener Kloß ist, wo man durchschaut. Ja, ich meine nur gerade, dass man halt, also das hier hat man halt öfter auch mal dazu gebaut, aber jetzt ist es halt so, wie als hättest du halt die Wand einfach mal um 3 Zoll breiter gemacht. Ja, aber wie gesagt, es macht keinen Sinn. Also es hätte ja auch die ganze Ruinegröße sein können. Hm. Ich sehe es eher so als 2D-Gelände. Also es ist ja beim Wald relativ gut geklärt, dass man guckt von Base zu Base und man kann sehr gut mit irgendeinem Laserpoint oder so schauen, wo die, also nicht mit einem Pointer, sondern einer, der eine Linie zieht, ob jemand Deckung kriegt oder nicht. Deswegen finde ich das eigentlich, also man guckt nicht mehr vom Modell, ob da irgendwas verdeckt ist oder so, sondern man zieht ja einfach eine gerade Linie. Das finde ich ganz gut. Ich würde sogar fast vermuten, dass das Gegenteil die Norm wird. Also es gibt natürlich immer die schönen Platten, aber es gibt natürlich auch die richtigen Ranzplatten oder Platten, die einfach nur funktional sein müssen, wo du dann halt sagst, ich habe nur Gelände, was diese Höhe hat, wie dieser kleine Anbau. Mhm. Und in die Mitte packst du eine so eine 6-Zoll-Säule und hast damit das gesamte Geländestück als undurchsichtbar deklariert. Und das heißt, du sparst viel Zeit, viel Geld, viel Aufwand. Du kannst als Orga leichten Turniertisch bauen mit komplett funktional super Terrain, indem du halt einfach eine Etage baust mit Geländerest und in die Mitte packst du so eine Säule oder eine Wand. Und dann also, auf einmal hast du so einen riesigen Lostblocker. Also du meinst jetzt zum Beispiel dieses Ding hier, das ist ja jetzt quasi, das ist irgendwie 6 Zoll breit. Ah, oh, hier ist dieser scheiß Bug im Ding. 6 Zoll breit und vorher hätte man das halt quasi 9 Zoll hochbauen müssen und voll viel, also du musst halt mehr Material und mehr anmalen und ja, mehr bauen. Genau. Also jetzt kannst du halt frei, wie du willst. Du kannst auch irgendwelche Häuser bauen, die dann irgendwie lustig aussehen. Oder du musst halt nicht mehr diese riesige Wand bauen, dass du einfach so ein geschlossenes L hast. Sondern du kannst einfach frei nach Schnauze ein Haus bauen. Und dann sagst du halt, ich möchte für die Platte einen 9x9 Lostblocker haben. Also baust du ein Haus, wo das letzte Stück 9 Zoll lang ist. Und, oder ein 6x6. Also es ist auf jeden Fall viel leichter, Gelände zu bauen. Und ja. Stimmt, also das Ding hier, das wir jetzt gerade haben, das ist ja so ein bisschen die alte Ruine, die ist sogar 10 Zoll lang. Im alten ist die halt quasi, macht die weniger, viel, viel weniger Lost Block als das Ding hier, was ich glaube 9 Zoll ist. Guck mal kurz. Nee, sogar nur 6 Zoll. Aber es verdeckt jetzt viel mehr, nämlich hier dieses ganze Stück kommt einfach dazu. Na, ist auch ein guter Punkt. Es wird gerade gefragt, wie zieht man denn jetzt genau die Sichtlinie? Manuel, ich glaube, du hast das gerade schon gesagt, ne? Hier wird jetzt noch. Also wie Sichtlinien gezogen. Das heißt, ich gucke von jedem Teil des Modells. Also wenn es der Knight hier auf das Rhino schießen will. Ups. Das ist gar nicht noch gar nicht so einfach, weil noch nicht wirklich deklariert wird, was Modell ist. Also im Worst Case steht halt irgendwie dein Shining Spear und guckt halt da noch so rüber. Mhm. Und der wird halt gesehen, weil du die Nase siehst. Oder die Nase ist ja noch nicht das Banner, was da raushängt. Oder also jetzt so, du meinst, jetzt kann ich wahrscheinlich hier von meinem, also ich meine, in einem Shooting steht irgendwie any part of the model. Also ich kann dann jetzt hier hinter den Faust gehen und dann sehe ich jetzt gerade genau das. Ja, und dann siehst du halt das Modell. Also beim Modell ist es einfach aber so Wings oder so. Deswegen finde ich das so. Ja.
Wie findet ihr das, dass die Regeln geblieben sind für Breachable? Das heißt nämlich, weiter Infanterie kann durchlaufen, aber niemand sonst. Hättet ihr euch gewünscht, Infanterie kann nicht mehr durchlaufen? Weil das war irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wir haben das beim TDM-Finale am meisten gemerkt, im Hochpunkt des Space Marines Meta, dass irgendwie die Ruinen den Space Marines irgendwie komplett egal waren. Das war nur so ein, weiß nicht, so ein Schutzschild, den die mitnehmen konnten, aber der hat sich kein bisschen verlangsamt. Es sind halt noch Beasts dazugekommen, ne? Die dürfen halt jetzt auch durchgehen durch die Wände. Es ging vorher, glaube ich, auch nicht. Ach, das freut deine Nürgelbestien. Genau, richtig. Also für die ist das schon ganz geil. Aber ich finde es, glaube ich, schon an sich okay. Also mir selber gefällt es eigentlich ganz gut, dass die Infanterie da durch kann, auch die Bestien. Und nicht unbedingt alles da durch kann. Ja, das gefällt mir eigentlich. Ah, ich finde es ein bisschen schade, dass vielleicht auch nicht sowas wie Vindicator oder so da durch kann. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, so eigentlich müsste ein Panzer so einen Baum umfahren können oder halt so ein bisschen Ruine auch mal mitnehmen können. Du hättest lieber mehr Breachable. Ja. Ich finde es ganz interessant, weil es das Fly-Keyword natürlich stärker macht und das wurde halt so ein bisschen abgeschwächt. Ich finde es auch voll interessant, wenn ich mir vorstelle, wir spielen jetzt plötzlich immer nur noch solche Ruinen. Weil dann ist nämlich der Space Marine nicht direkt hinter der Ruinenwand, ein Millimeter. Weil das war nämlich vorher die Situation. Man hat irgendwie immer den Space Marine gesehen und der stand immer genau hier. Und, oder auch am besten den Centurion. Und der hatte halt quasi. Stimmt ja gar nicht, der stand ein Zoll dahinter. Etwas weniger als ein Zoll. Ach so, genau, so stand er dahinter. Und dann hatte der quasi dadurch ein Zoll verloren, war aber komplett unbeschießbar, außer von indirekten Waffen. Und jetzt steht er immerhin hier hinten. Das finde ich schon mal irgendwie, also das gefällt mir, wenn wir halt jetzt mit offenen Fenstern spielen. Eine Sache noch, was mir gerade dazu auffällt mit diesen Fenstern und dem durch Wände laufen. Man kann natürlich auch das Gelände halt so bauen, dass man die Lostblocke hat und gleichzeitig durch diese relativ nicht so hohen Elemente kann man die Map auch fahrzeugtauglicher machen. Das heißt, man hat zwar einen Lostblocker, aber trotzdem kann das Rhino zum Beispiel relativ gut rüberfahren, weil es nicht so weit hoch und runter fahren muss. Oder auch Knight kann auf einmal auf einer Geländeplatte spielbar sein, indem man Geländestücke hat, die zwar Lostblock sind, aber trotzdem Teile haben, wo man relativ gut rüberkommt und wenig Geschwindigkeit verliert. Du meinst jetzt hier, dass zum Beispiel die Stelle? Genau. Das ist okay. Ja offiziell ein mindestens 5 Zoll hoher Lostblocker. Das Rhino ist also nicht sichtbar. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht, wie hoch ist da der Pinöpel? 2 Zoll oder so vielleicht? Ja, am Boden? Irgendwie sowas. Das heißt, das Rhino verliert, wenn es quasi durch die Ruinenwand fährt oder der Vindicator, das geht ja auch, würde nur 4 Zoll verlieren quasi. Das heißt, man kann indirekt durch Wände fahren, wenn die Ruinen so gebaut sind. Könnte sogar ins Extreme treiben, ne, was du gerade meinst. Also man könnte hier die ganzen Wände einreißen. Man baut eine Säule, Säule stehen lassen. Und dann kann das Rhino genau dasselbe machen, was auch die Space Marines machen. Ja. Dann steht das dahinter und ist unsichtbar und fährt einen Schritt nach vorne und kann auf einmal sehen. Ja, krass. Scalable ist, glaube ich, dasselbe wie vorher, nur ein bisschen besser definiert. Ne? Also Infanterie, Bestien, Schwärme und alles, was Fly hat, darf in die oberen Etagen. Gibt es da noch irgendwas, was ich bei Scalable vergessen habe? Nö, ich glaube nicht. Und dann die letzte Regel, die Ruinen neu bekommen haben, Defensible. Das finde ich eine super coole Regel, weil es endlich mal so ein bisschen wieder was Interaktives reinbringt. Früher gab es dieses, ich schmeiße mich hin und krieg mehr Cover. Jetzt ist das halt im Nahkampf eine total coole Regel. Korrigiert mich, wenn ich es falsch wiedergebe. Ich glaube, es ist, wenn du in dem Geländestück stehst mit Defensible und dann wirst du gecharged, also jetzt hier der Space Marine wird von den Shining Spears gecharged, dann kannst du in dem Moment, wo du gecharged wirst, sagen, ich wähle eine von den beiden Sachen an, also beziehungsweise wenn die den Charge ansagen. Entweder ich nehme +1 auf meinen Overwatch, also ein 5 plus Overwatch und kann dann besser schießen, oder ich nehme, wenn dann der Kampf stattfindet in der Fight Phase, +1 auf meinen Trefferwurf. Wie findet ihr das? Zu beachten, das gilt nur für Infanterie. Auch nicht Schwärme? Oder wieder Schwärme, Infanterie und...
Also hier steht nur Infanterie. Nur Infanterie. Ah, okay. Das wäre sonst abartig mit und, Tau. Und die Unit muss, glaube ich, komplett im Gelände sein. Also, dann darf keiner daneben stehen. Mhm. Hm, weil es die Unit komplett ist. Also wenn jetzt hier, der stehen jetzt zwei Typen, dann ging es auf jeden Fall schon mal nicht. Okay. Und auch nur für Infanterie. Das hatte ich noch nicht genau. Auf dem Schirm. Ja, dann, das heißt, ja, den Spheres bringt gar nichts. Nur für Marines. Guardsman meint ihr, oder was? Ach ja. Genau. Dann rasten die Feuerkrieger aus. Ja, dafür ist es vielleicht interessant für so Infanterie, ja, Infanterie, Marines. Okay, die schießen gut, die können auch nachkämpfen. Also was mich bei dem Wording stört, ist halt, dass da steht, die hitten auf 5+. Und dass da nicht steht, dass jeder unmodifizierte Wurf von 5 und jeder unmodifizierte Wurf von 6, so wie im alten Wording, ein automatischer Hit ist. Also ich denke mal, das wird auch immer so gespielt, aber vielleicht hat man da irgendwann mal jemanden an der Platte, der es dann anzweifelnd diskutiert und sagt, mit einem Hit-Modifier von -1 hat man dann Overwatch auf einmal nur die 6 oder so. Ich weiß es nicht. Ach so, okay. Weil da steht halt nicht unmodifizierte 5 und 6 treffen. Also es ist einfach nur so ein Wording. Also ich weiß nicht, ob die das irritieren oder ob da irgendwer meckern wird, aber mal schauen. Naja, aber es steht ja in Overwatch drin und Overwatch sagt, du triffst halt unmodifiziert. Ah, okay. Dann habe ich noch nicht richtig gelesen. Im Chat wurde gerade auch gefragt, also wird gerade darüber diskutiert, ob wir jetzt dann die Fenster, also lassen wir die Fenster zu oder machen wir sie auf? Was denkt ihr? Oder was hättet ihr gerne? Also lieber, ich sag mal so, lieber die Variante oder die Variante, wenn jetzt da quasi alles zu ist? Also ich glaube, das kommt auch so ein bisschen noch so darauf an, auf die Mission, wie die Marker und sowas auch stehen, weil die Marker werden halt jetzt, wenn sie frei platziert werden, halt wahrscheinlich anders platziert. Eher wahrscheinlich weiter hinter der Ruine. Wenn die aber feststehen, die Marker, dann könnte es, glaube ich, schon teilweise schwieriger werden, wenn die halt unten offen sind. Weil man dann vielleicht Schwierigkeiten hat, an diese Marker einfach auch ranzukommen aus dem LOS. Von nahen gehen, weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich vielleicht sowas durchsetzt, dass mal eine Wand vielleicht zu ist, dann aber halt wahrscheinlich eher komplett und die andere Seite vielleicht offen ist, um da doch nochmal so ein bisschen einen kleinen Unterschied reinzubringen. Mhm. Wie seht ihr das, Bell, Matthias? Willst du zuerst, oder ich? Mach du. Okay. Ich glaube, man braucht so eine Balance, also eine im Grunde so ein Gleichgewicht aus offenen und zuen Fenstern. Einfach gerade mit, klar, auch wegen der Markersache. Wenn ich jetzt Fenster habe mit geschlossenen, also geschlossene Fenster und da ein Marker liegt, dann kann ich mich halt in die Ruine stellen, bin unbeschießbar und halte den Marker und profitiere eigentlich, gerade wenn das in der Mitte ist, also in der Mitte vom Spielfeld, dann profitiere ich ja von den geschlossenen Fenstern hauptsächlich, wenn ich da drin stehe. Wohingegen eine offenes Fenster, also eine offene Fensterruine nochmal anders ist. Also gerade für sowas wie Knights oder so. Wenn ich jetzt eine offene Fensterruine in der Aufstellungszone habe, dann kann ich ja theoretisch mit dem Laser Predator aus meiner Aufstellungszone ohne Sicht, also ohne dass der Knight zurückschießen kann, die ganze Zeit auf den Ritter schießen. Und ich kann mir vorstellen, dass man sowas baut wie in der Mitte baut man offene Fenster und in den Aufstellungszonen geschlossene Fenster. Einfach, dass man nicht aus der Aufstellungszone rausschießen kann und dass man auch nicht in der Mitte dann auf den Markern das irgendwie so abusen kann. Aber ich finde das ein super Punkt, aber für wen geht denn das eigentlich? Oder Marian, mach du erst mal. Das ist mir jetzt auch gerade so eingefallen, ist, vielleicht hast du doch gar nicht so unrecht. Man könnte halt auch sowas machen, wie man steht halt dahinter und indem man jetzt hier einfach reinfährt, dann hat man halt auch schnell oder wieder schnell Sicht, ne? Genau. So, und das halt irgendwie halt auch zu umgehen, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, auch Fenster unten wieder drin zu haben. Also je nachdem, ne? Es geht in beide Richtungen, ne? Ja. Genau. Ja. Aber das kann man natürlich auch dann ganz schön abusen. Also das wird natürlich dann auch die Seitenwahl und Platten unglaublich wichtig machen teilweise. Je nach Match und je nach eigener und Gegner-Mieliste, wo es dann relevant ist. Wo dann auf einmal hast du, oh, da auf der Seite, das ist zwar symmetrisch aufgebaut, aber da hinten ist ein Haus mit einem offenen Fenster. Dann will ich auf jeden Fall die Seite haben und dann lege ich die Marker halt dementsprechend, wenn man Marker legen darf. Oder? Aber kurzer Einwurf, das geht ja eigentlich auch, also es geht ja genauso bei der geschlossenen Ruine. Also ich kann ja auch so
also jetzt unabhängig von der Neid-Situation, mhm, kann ich ja auch immer sagen, und da haben sich auch schon mal Leute darüber gestört, dass ich quasi in der achten kannst du ja quasi immer von jedem Punkt schießen, dass du quasi so halt einfach hier die Sichtlinie rausziehst. Genau, das ist halt viel schwieriger, als wenn du dir die offene Ruine vorstellst, wo du einfach nur auf einmal die Base tappen musst mit dem Modell. Ja, und auf einmal hast du Übersicht. Aber guck mal, das Problem ist ja, und deswegen glaube ich, war es auch ein bisschen unbeliebt, dass du jetzt quasi mit so einem kleinen Punkt kannst du jetzt hier komplett rausschießen, aber von hier überall, von den anderen Seiten, wirst du immer noch nicht gesehen. Während du, wenn du jetzt hier rausgehst und sagst, so, jetzt möchte ich rausschießen, dann wirst du aber halt auch wieder von überall gesehen. Wie muss man denn T? Ja. Deswegen finde ich es eigentlich auch, könnte ich mir auch wieder gut vorstellen, weil ich meine, dann gehst du halt auch ins Offene. Genau, genau. Deswegen finde ich halt gerade die offenen Fenster sehr schön für Aufstellungszonen, weil du kannst dich beim Deployment kannst du dich defensiv hinstellen, du wirst nicht gesehen, du stirbst nicht im Alpha Strike und dann kommt es halt darauf an, wer wann committet und sozusagen ins Offene fährt. Weil dann stellst du halt dein Auto nach vorne, auf einmal du siehst alles, kannst schießen, aber auf einmal sieht dich auch alles. Dann hast du halt eine Schussphase und wenn du Glück hast, überlebt dein Auto und darf nochmal schießen. Mhm. Also du hast halt viel mehr so Kontrolle und Möglichkeiten, über das Gelände das Spiel auszugleichen auch und ein bisschen schöner zu gestalten, glaube ich. Was ich persönlich an offenem Gelände oder an offenen Ruinen gut finden würde, ist, wenn die mit Base gespielt werden, dass die Basen nicht so sind, wie sie jetzt gerade sind, sondern eher so abgeschlossen, weil du dann nicht die Möglichkeit hast, dich so komplett zu verstecken ohne irgendwie, sondern dass du halt außen rum stehen musst und der Gegner relativ noch gut rumstrifen kann, um doch noch eine Schusslinie zu ergattern. Hm, finde ich auch interessant, ja. Also quasi ein Viereck mit einer Ruinenecke drauf. Ich glaube, ein Viereck ist, glaube ich, noch ein bisschen zu hart. Mhm. Aber so eine Abrundung oder vielleicht halt. Also mindestens eine Diagonale, ne? Weil sonst hast du halt eben wieder genau diese Ecke hier. Genau, und da kannst du dich halt echt gut verstecken, eine Thunderfire kennen oder sowas. Aber wenn die jetzt dann hier stehen muss, dann kann man doch noch gut eine Sichtlinie irgendwie kriegen, durch mal rennen oder irgendwo schnell fahren, bis dann exponiert, aber kannst du es doch noch was machen durch Bewegung. Hm. Ja, das gefällt mir, glaube ich, auch besser, weil ich fand immer, dass das Nervige an den 8. Editionsruinen war, dass da irgendwie so kleine Sachen, 3 Thunderfire Cannons, irgendwie hier drin standen oder auch hier so die Spears, die stehen auch einfach hier so drin und es ist denen völlig egal alles. Interessant ist halt auch von der Sache her die zweite Etage teilweise, ne? Also je nachdem, wie viele Ruinen halt auf dem Tisch stehen, dass man sich dann halt auch wieder Sichtlinien halt reinzieht. Was meinst du, dass, wenn man quasi wenn quasi unten zu ist und oben offen, oder? Genau, wenn unten zu ist, oben offen, aber zum Beispiel, das heißt halt auch so wie hier ist, dass die Diagonale einmal gezogen wird, dann kann man halt hier hinten eher mal hinschießen, wenn halt die untere Etage zu sein sollte, als halt von woanders. Also ich meine, dass auch die zweite Etage, also das halt auch wichtig wird, ob die halt auch offen oder zu ist. Das kann halt auch interessant werden. Irgendwie kann ich dir gerade nicht folgen. Ich habe es auch gerade nicht so gut wiedergegeben. Ja, nee, ich meine, wenn die zweite Etage hier oben halt auch noch, die unterste ist zum Beispiel komplett zu. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dann müsste halt auf jeden Fall wenigstens die obere Etage, finde ich, halt offen sein. Weil, wenn halt zum Beispiel jetzt zwei Ruinen wie hier jetzt gegenüber voneinander stehen, man halt trotzdem über die Etagen halt rüber gucken könnte. Das kann man doch eh nicht, die sind doch unendlich hoch. Wenn welche hier unten zum Beispiel drinstehen und der untere Bereich zu ist, das meine ich ja. Wenn der untere Bereich wirklich komplett geschlossen wäre, dann müsste man, finde ich, halt wenigstens halt die zweiten Etagen komplett irgendwie aufmachen, um darüber halt wenigstens noch Sichtlinien ziehen zu können. Ah, okay, ja, verstehe, was du meinst. Also, wenn man keine Fenster gewährt, gibt man den Leuten auch die Möglichkeit, eine höhere Position zu erlangen und davon sozusagen mal über einen anderen Winkel, nicht nur den horizontalen, sondern auch den vertikalen, was zu schießen. Genau. Ja, also Marian meint hier von da oben oder wenn jetzt hier. Also hier kannst du halt was, hier kannst du halt auch rausschießen, hier kannst du nicht rausschießen, ja. Lass uns mal, also ich glaube, jetzt haben wir die alle ziemlich, die Ruinen ziemlich durchbesprochen, haben auch recht lange dafür uns damit beschäftigt, aber die sind ja auch quasi das, was eigentlich immer die Turniere auch am meisten ausmacht. Gehen wir mal zu den nächsten Area Terrains über und das ist einmal der Krater. Der ist ein Area Terrain, das heißt, die ganzen
Positiven Effekte gelten auch nur für Infanteriebestien und Schwärme. Der positive Effekt ist Light Cover. Das heißt, Infanterie bekommt wie vorher schon, wo ist denn hier wieder mein kleiner Space Marine? Da. Die Deckung, wenn da drin steht. Aber niemand sonst, wie es auch vorher schon war. Und jetzt eine neue Regel, Difficult Grounds. Finde ich total super, habe ich mir sehr gewünscht. Ist minus 2 auf den Charge immer noch, aber auch minus 2 auf den Move oder den Advance. Und Fallback. Und, ach so, genau, nee, genau, und den Fallback. Auch Fallback. Ja, genau, ja, finde ich super, weil sonst, also das war halt auch genau wieder diese Sache mit den, also, ja, nicht immer nur Space Marines bashen jetzt, aber dass den Space Marines irgendwie total egal ist, wenn du halt eine Beschuss-Infanterie-Einheit hast, kriegst du hier Deckung, hast aber keinen Nachteil, kriegst Deckung und du musst aber gar keinen Trade-off machen, weil du auch, wenn du Beschussarmee bist, ja eh nicht in den Nahkampf unbedingt willst. Und der Gegner kriegt minus 2 auf Charge. Genau, hat sogar noch den doppelten Vorteil. Naja, aber die Regel findest du doch nur gut, weil Fly diese Regel ignoriert. Also Fly kriegt nicht minus 2. Genau deswegen finde ich sie gut. Ja, da gehen wir im Teil 2 nochmal mehr drauf ein. Wie findet ihr das sonst? Außer abgesehen von, welche Armeen das bevor oder nachteilt? Marian? Nee, finde ich gut. Bewegungsreduzierendes Gelände finde ich immer gut. Ich fand auch sonst schon immer die Krater und gut, dass du dich da reinstellst, um Schocktruppen irgendwie besser abwehren zu können und so. Das ist ganz gut. Irgendwas hinzuzufügen, Marian, Matthias? Ich glaube, gerade dadurch, dass man ja bisher Einheiten hingestellt hat, wie gesagt, gegen Schocktruppen oder auch allgemein gegen Nahkämpfer, damit der Charge kürzer wird, da kann ich mir vorstellen, dass man jetzt auch ein Problem hat, weil auch der eigene Fallback kürzer wird. Und wenn du jetzt irgendwie einen Panzer hast, der da fast totgeschlagen ist und du dann nochmal minus 2 Zoll bekommst, dann kommst du teilweise einfach nicht mehr raus auf einmal, glaube ich. Also du musst den Panzer nicht mehr umstellen, sondern musst einfach nur ein U formen, also einfach ein U drum bauen und auf einmal kommt er nicht mehr weg. Ah, den Krater. Ja, finde ich gut. Also man kann auf jeden Fall viele Spielereien machen. Und man hat jetzt nicht mehr nur Vorteile, sondern halt echt so zweischneidig. Ich habe Vorteile, aber dafür habe ich auch meine Nachteile entsprechend. Das ist ganz schön. Also man muss überlegen, möchte ich diesen Krater nutzen und nicht, oh Krater, rein da. Marian? Ja, da bin ich voll bei ihm. Also ich finde das halt auch super. Ich finde, bringt einfach ein bisschen mehr Varianz halt auch mit rein. Man muss sich halt immer Gedanken machen, wie man den halt auch nutzt. Und es sind halt auch nicht die Vorteile. Also wie gesagt, finde ich echt gute Regel. Okay. Gehen wir zum nächsten rüber. Vader. Hat man, finde ich, also gefühlt nie gesehen auf Turnieren, weil die irgendwie wie Krater waren, nur in irgendwie das Spiel behindert, wegen den ganzen Bäumen. Die haben jetzt dieselbe Regel wie der Krater, nämlich sie geben auch Difficult Grounds, also sie reduzieren auch die Bewegung. Sie sind auch breachable für Infanterie, Schwärme und Bestien. Sie sind auch defensible und sie sind dense cover wie die Ruinen. Das heißt, Quatsch. Nee, dense nicht cover haben keine Ruinen. Ach, das waren die Industrial Terrain, die waren auch der. Was war denn noch Obscuring? Irgendwas war noch Obscuring. Ja, aber die waren nie, also die sind die einzigen, die dance. Ah, okay, gut. Nee, das gibt zwei. Okay, stimmt, sorry nochmal. Also, sie verlangsamen dich um 2 Zoll, jetzt aber auch bei der Bewegung. Infanterie kann durch die Bäume hier einfach durchgehen, das ist jetzt endlich mal geklärt. Und Schwärme und Bestien. Du kannst, wenn du angegriffen wirst, kriegst einen Vorteil im Nahkampf mit der Infanteriemodell. Und jetzt kriegen sie Obscuring. Nicht Obscuring, schon wieder falsch. Dance Cover. Manuel, was macht denn Dance Cover? Dance Cover macht minus 1 zu Hit. Wann? Da muss ich selber kurz nochmal nachgucken. Entschuldige bitte. Wenn es mindestens 3 Zoll hoch ist. Okay, diese beiden Wälder sind 3 Zoll hoch. Also vielleicht gibt es mal einen Wald, der nicht so hoch ist, aber... Also wenn natürlich der Typ vor dir an der Platte die Bäume wegnimmt, weil er da seine Sachen durchbewegen möchte, dann hast du nur noch so eine Grasbase und die ist nicht mehr 3 Zoll hoch. Und damit verlierst du Dance Cover.
Ja, das ist diesmal nicht ganz so einfach mit den Bäumen wegbewegen, weil sobald irgendwelche Vehikel oder so auf der Platte stehen, die können nämlich durch diese Bäume nicht mehr durchlaufen. Ja, das finde ich auch sehr interessant. Ich wäre fast schon dafür eigentlich, dass man dann sagt, man stellt einfach einen Baum hin, weil vorher war es, also in der 8. war es so, man brauchte noch die Bäume, weil man ja irgendwie 50% verdeckt werden musste, damit man durch den Wald Deckung kriegen kann, und das hat irgendwie nie eine Rolle gespielt. Jetzt finde ich, braucht man einfach nur den 2D-Marker und vielleicht einen Baum, und dann weiß man halt, was passiert. Dann weiß man, dass wenn meine Sicht, nee, wie ist das, wenn ich, von meiner Base gucke ich, und wenn ich keinen Punkt der Base finde, der dein Modell komplett sieht, oder muss ich jeden Teil sehen? Manu, du hast es wahrscheinlich gerade vor dir, ne? Du nimmst im Grunde den Laser. So. Also, jetzt schauen wir doch mal. Hier ist Space Marine. Babababab. Also, Dense Cover ist eigentlich das fast so ähnlich wie die Ruine. Das sagt nämlich, sobald du deine Sichtlinie über diese Woods ziehst, also durch den Wald ziehst, bekommst du Gelände. Das heißt, der Space Marine hier, der auf das Reno schießt, der kriegt das Reno minus 1 zu Hit. Das heißt, Sichtlinie kann in diesem Fall von irgendeinem Punkt des Modells oder der Base zu dem anderen Modell, Base oder... Und hier ist aber klar, man guckt von Base zu Base, ne? Und, oder Rumpf, Base, keine Base. Hull Base, genau. Mhm. Was ich aber gerade gesehen habe, ist, dass diese Sichtlinie muss halt über dem... diese Sichtlinie muss halt über das Gelände stattfinden. Das heißt, wenn ich mein Reno hier habe... Mhm. zwar im Gelände bin, aber ich eine Sichtlinie ziehe zu, weiß ich nicht, der Kette hier vorne und muss nicht über das Gelände ziehen, dann kriegt das Gelände Deckung. Und da steht natürlich dann ein 1 mm Thickness, das wird jetzt keiner messen, aber also aber da steht zu jedem Part von mindestens einem Modell. Also du musst zu jedem Part des Rhinos eine Sichtlinie ziehen können. Weil das Rhino nur ein Modell ist. So, kurz das machst. Das heißt, sobald du ein Part... Oh, fuck. Nein. Nein. Ups. Kannst du oben auf zurück drücken. Ich habe gerade den Table aus Versehen geflippt. Okay, bei mir ist der Wald bis in endlich hoch. Okay, wieder da. Ja, da sind wir wieder. Ich wollte eigentlich was anderes machen, damit man nämlich das mal richtig machen kann. Tools. Wo ist denn das Messinstrument? Nicht loggen, genau. Kann ich das nämlich auch richtig ziehen. Also hier steht halt, unless you can draw straight lines, 1 mm thickness to every part of at least one model space or high. Also jedem Teil, ja? Jedem Part, ja, genau. Genau. Okay. Du musst von dem schießenden Modell, und theoretisch musst du ja auch zu der linken vorderen Kette des Rhinos eine Linie ziehen, die im Gelände steht. Das heißt, sobald das Rhino sobald das Rhino jetzt aktuell ist, es im Gelände drin. Und ich muss von dem Space Marine zu der Kette vorne links im Gelände auch eine Linie ziehen können, ohne dabei das Gelände zu, also ohne über das Gelände zu gehen. Mhm. Das heißt, sobald er das Gelände berührt, ist das unmöglich. Meiner Auffassung nach. Ja, sehe ich aber auch so. Ja, aber du kannst deine Sichtlinien ja durch das Fahrzeug ziehen. Oder? Also bisher war es immer so, eigene Modelle. Ja gut, das gegnerische Modell. Das Modell blockiert keine Sichtlinie. Nee, nur die Modelle aus der eigenen Einheit blockieren für sich selber gegenseitig nicht Sichtlinie. Stimmt. Ich glaube, es ist so, wie du es gerade sagst, dass sobald du ein bisschen drin bist und ein bisschen verdeckt bist, hast du den Bonus. Ja, das glaube ich auch. Also es hat eine einfache Beschreibung, um es relativ klar zu beschreiben. Also, relativ klar zu definieren. Das ist jetzt nicht mehr so, sehe ich dich irgendwie, sondern sobald ich das Gelände touche, habe ich diesen Dense Cover Bonus, weil es unmöglich ist, zu jedem Punkt meiner Base eine Linie zu ziehen, das Gelände zu berühren. Aber das ist natürlich auch so, wenn du so stehst, hast du auch Cover. Genau, so habe ich auch Cover. Und das ist ja auch komplett neu jetzt. Also in der 8. Edition gab es immer nur dann Cover, wenn man irgendwo drin stand. Und jetzt ist halt mit dem Dense Terrain irgendwie eine neue Regel gekommen, wo du plötzlich mal komplett ignorierst, wo du stehst. Also, ob du da drin stehst, sondern der kriegt jetzt Cover, obwohl du halt über das ganze Feld schießt. Und ich finde, das fand ich auch immer so, das habe ich ein bisschen vermisst. Und jetzt ist es halt so, du kriegst halt wirklich, wenn du irgendwo verdeckt wirst, Cover.
Es gibt aber, glaube ich, zwei Ausnahmen. Ne? Eine Ausnahme ist, wenn das Ziel in demselben Geländestück steht wie du. Also hier würdest du jetzt, glaube ich, keine Cover kriegen. Und du musst nicht nur drin sein, sondern nur innerhalb von 3 Zoll zu demselben Geländestück. Also zu dem... Nee, wobei, warte, das ist halt bei Obstacle nur, ne? Nee, warte, es gab, glaube ich, 2 Formulierungen. Dense Terrain. Wo war denn das hier? Das steht bei dem Obstacle-Part, also der zweite Punkt bei Dense Cover. Bei Dense Cover steht das hier mit dem... Ach so, stimmt. Genau, das ist nämlich auch eine Verwirrung. Wir sind nämlich jetzt beim Wald und der Wald ist ein Area Terrain. Das heißt, für den geht nur die Sachen für Area Terrain. Alle Sachen, die bei Obstacle stehen, spielen hier überhaupt gar keine Rolle. Und deswegen gibt es hier keine 3-Zoll-Regel, sondern es gibt nur die Regel, wenn ich in demselben Geländestück stehe, wie mein Ziel, dann kriegt es keine Cover. Wenn ich aber so stehe, jetzt hier 2 verschiedene Wälder sind, dann kriegt er wieder Cover. Und ich glaube, damit haben wir den Wald eigentlich ziemlich gut durchgesprochen, ne? Heißt das also, ich bekomme immer Cover, wenn ich durch einen Wald Sicht auf ein Modell schießen muss, ziehen muss? Du meinst, wenn... Sagen wir, der Knight schießt jetzt auf das Rhino. Und der kann keine Sicht zu jedem Punkt des Rhinos ziehen, ohne dabei den Wald zu überbrücken, wo der Marine dran steht. Ja. Hätte das Rhino damit jetzt Dense Cover und -1 zu Hit? Warte, nochmal die Frage bitte. Wenn der Knight auf das Rhino schießt, weil der Knight aktuell durch den, also über den Wald hinweg eine Sichtlinie zieht, bekommt das Rhino dadurch Dense Cover und damit -1 zu Hit. Ja. Das Rhino hat jetzt gerade eine Sichtlinie. Und übrigens auch, und deswegen, das ist ja wichtig hier mit der Base, also bei der Obscuring und sonstige Sichtlinien kannst du ja quasi von jedem Punkt des Modells gucken. Das heißt, du darfst jetzt hier nicht von dem Waffenlauf gucken, sondern du musst wirklich von deiner Base gucken. Oder vom Hull. Oder vom Hull, also wenn du keine Base hast. Wenn du keine Base hast. Das wäre, glaube ich, irgendwie die Formulierung. Hier, das heißt, das Rhino hat jetzt Deckung, nicht Deckung, sondern hat jetzt -1 to Hit. Jetzt hat es nicht mehr. Weil das Geländestück, was die Deckung geben würde, in dem Geländestück stehst du auch drin. Nee, das Geländestück, in dem du drin stehst, ist das einzige Geländestück, das Dense Cover gibt. So ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Richtig, also ja, das, genau. Wenn es das einzige Geländestück ist, das Dense Cover geben würde, dann gibt es kein Dense Cover. Genau, es ist nur für diesen Fall hier. Das halt, hier würde halt, hier wird es noch Dense Cover geben. So nicht mehr. Warte, ja. Nein, so. Nee, so nicht mehr, genau. Okay, gehen wir noch schnell, das ist, finde ich, auch ein anderes Geländestück durch. Das ist auch eine ganz interessante Neuerung. Es gibt jetzt etwas, das nennt GW Industrial Structures. Das sind diese neue Geländereihe, die so ein bisschen alle so einen Admech-Touch haben. Und die sind so ein bisschen wie... auch so Necromunda und so. Genau. Also alles, diese was, Minigames immer benutzt hat. Genau, also alles mit irgendwie so einer Etage, aber das hat halt, ist halt auch nicht wie so eine Ruine, weil da irgendwie so, weiß nicht, immer so Podeste sind und alles Mögliche. Und das nennt GW halt Industrial Terrain. Und das ist so ein bisschen wie ein Wald. Nur ist es kein Difficult Ground. Aber es ist scalable. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi einen Wald, der Etagen hat. Und meine Frage wäre an euch, glaubt ihr, man sieht jetzt sowas öfter? Glaubt ihr, man sieht, fängt jetzt an, sowas zu sehen? Oder würdet ihr sowas eigentlich dann doch lieber als Ruine spielen, damit es irgendwie eindeutig ist? Und würdet ihr das hier als ein Industrial Structure deklarieren oder lieber als, oh, keine Ahnung was, die Obstacles, zu denen wir gleich kommen? Ja, es ist ja eine Mischung aus Ruine und Wald, ne? Also es hat kein komplett Obscuring, also du bist halt trotzdem sichtbar, egal was du machst. Kannst aber trotzdem irgendwie draufklettern. Ja, ist vielleicht ganz interessant, das zu mischen. Auch ganz interessant, also ich kann mir eher vorstellen, dass es zu vielen Diskussionen führen kann, ob das jetzt eine Ruine ist oder nicht. Man sollte es vielleicht ein bisschen eingrenzen zu sagen, die Dinge haben eigentlich nie eine Base, auch wenn da Area Terrain steht. Weil die können ja auch genauso eine Base haben.
Ja, also zum Beispiel das Ding hätte jetzt hier eine Base, ne? Also das würde ja auch eine Rolle spielen. Und das sollte man auf jeden Fall vorher deklarieren, weil es wichtig ist, ob der Knight jetzt quasi hier hochlaufen kann und dann hast du keine Deckung, hast du kein minus 1 zu Hit mehr oder nicht. Also ich glaube, das sind eigentlich fast alle, also es gibt ja meistens so Platten, wo Häuser drauf sind, die dann nicht wirklich kaputt sind, sondern so wie eine Bastion oder so, wo dann bisher immer die Diskussion war, so, ja, das ist keine Ruine, das ist halt ein intaktes Haus. Und jetzt kann man halt sagen, okay, entweder es ist Ruine oder es ist hier dieses Industrial. Entweder es funktioniert und ist Industrie oder es funktioniert nicht. Also es ist ein kaputtes Haus, dann ist es halt eine Ruine. Dann kann man halt nicht immer nur sagen, ja, das Haus ist ein Hügel, weil wir keine anderen Regeln dafür haben, für ein nicht intaktes Haus. Denke ich mal. Mhm. Interessant, das würde ja heißen, dass dann, ich hole mir mal so eine Ruine von der Seite. Also ich meine, Ruine ist halt einfach nur ein kaputtes Haus. So. Und ich meine, man sieht jetzt einen Unterschied. Ist das Haus so komplett abgefrackt mit irgendwelchen Metallstreben und Fenstern und runtergekommen oder ist das so ein schöner, komischer Wasserturm? Hm. Ist es beschädigt oder nicht, willst du sagen? Ja, genau. Also die Ruine wäre jetzt quasi, hey, kann ich nicht sehen. Das intakte Haus sagt, ich kann dich sehen, aber du kriegst minus 1. Weil die Ruine kaputt ist, kann man da nicht mehr durchgucken. Nein, das ist, die ist ja kaputt gegangen im Krieg und die ist ja voller Nebel und Staub die auch und noch, ne? Schutt und yeah. So. Ja, deswegen kannst du da nicht durchsehen. Die haben so 10 Guardsmen abgestellt mit so einem Rauch, so einer Rauchmaschine, die dafür sorgen, dass das Ding die ganze Zeit verraucht bleibt. Boah, ich weiß noch, wie man in der 5. Edition mit Nebelgranaten schießen konnte mit den Mörsern von den Imps. Ach ja. Ja, ja, also okay. Ich selber finde die Abstufung, glaube ich, auch ganz gut so, weil da können halt auch wieder Turnier-Orgas ein bisschen was mitmachen, so mit ihrem Gelände. Können sich auch vielleicht überlegen, okay, das muss jetzt vielleicht nicht gerade eine Ruine sein, das reicht auch aus. Das, was ich nur, glaube ich, recht wichtig finde, ist, dass dann sowas nicht unbedingt direkt in der Mitte vom Tisch irgendwie steht und groß ist, weil sonst spielst du irgendwie fast die ganze Zeit eigentlich mit minus 1 to hit irgendwie. Ja, das, warte, ich gehe mal kurz. Ein Wald, der sollte online zu hoch sein, finde ich. Aber ich gehe mal kurz auf unseren Tisch 4 vom letzten Warhammer. Hier in der Mitte ist der. Da sind zwei riesige Wälder. Das heißt, hier hätte man jetzt ziemlich oft immer minus 1 to hit. Während das jetzt quasi in der 8. höchstens mal der Einheit in der Mitte Deckung gegeben hätte. Ja, und da war also ich sehe es gar nicht so. Entschuldige, ich sehe es gar nicht mehr ganz so schlimm, weil du durch. Viele Armeen haben halt eh irgendwie hier minus 1 zu Hit und da minus 1 zu Hit. Und da es ja jetzt dieses natürliche Cap gibt, ist halt so, ja, kriegst halt minus 1 zu Hit oder minus 1 zu Hit. Bringt halt den Armeen nicht so viele Vorteile. Ich glaube, das entwertet oder halt. Irgendwer hat gerade so ein bisschen. Warte mal kurz. Ich krieg gerade ein ganz viel Nebengeräusch. Matthias, red mal weiter. Hallo? Matthias. Matthias, man hört dich ganz schlecht. Man hört nur ein Rauschen. Da ist der Erste aus unserem Deathmatch raus. Nur noch 3 Leute stehen auf den 6 Feldern. Marian? Wer wird am Ende übrig bleiben? Ich bin noch da. Du bist noch da, okay. Matthias, vielleicht nochmal raus und nochmal die Mikrofon rein und raus. Schmeiß den raus. Das klang so nach ein bisschen Kurzschluss. Ja, Erzfeind fragt, ob wirklich alle Orgas, die dann die neuen Geländeregeln schon kennen. Ja, dafür sorgen wir ja quasi gerade. Nein, da kannst du nicht von ausgehen. Wichtig ist, dass die Judges die Geländeregeln kennen. Aber ansonsten wird es ein bisschen dauern. Also das dauert halt vielleicht ein Vierteljahr, ein Dreivierteljahr, also ein halbes. Und dann werden sich die Regeln auch durchgesetzt haben, weil du sie ja immer spielst. Das Einzige, was das verhindern kann, ist, dass man wirklich nur altes Gelände spielt und nur Ruinen hinstellt. Also man muss halt irgendwie dafür sorgen, dass man halt auch Obstacles hinstellt, Ruinen, Industrial-Gelände und Wälder, damit man auch sagt, man spielt so ein bisschen mit den Sachen. Okay, kommt mal hier zum Tisch 3. Wir sind jetzt bei den Obstacles angelangt. Eine neue Kategorie. Mann, hör auf. Du machst dich wahnsinnig.
Du kannst uns gerne erklären, was jetzt komische Armored Containers sind. Vorher waren das immer so Hügel und die hatten keine Auswirkungen. Die haben jetzt die Regel Light Cover, Scalable und Exposed Position. Light Cover kennen wir schon, für Infanterie plus 1 Safe, Scalable auch, man kann oben drauf laufen. Was heißt denn Exposed Positions? Oder fangen wir andersrum. Was heißt denn Obstacles? Das ist jetzt eine Kategorie. Und zwar die andere zu Area Terrain. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, besser zu klären wäre Obstacles zuerst. Weil das ja mehr oder weniger sagte, wann bekommst du das Light Cover und wann nicht. So, jetzt sagt Marian wieder. Ich kann es auch erklären. Marian, weißt du, wie Obstacles funktionieren? Ich hatte den vorhin durchgelesen, aber ich glaube, du kannst es gerade auf die Schnelle besser machen. Weil ich mach's mal eben. Also, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, muss ich mit meiner Einheit, und das geht ja jetzt auch immer nur für Infanterie, innerhalb von 3 Zoll zu dem Obstacle sein. Und dann muss auch wieder die Sichtlinie durch das Obstacle durchgehen. Also wir machen jetzt wieder den Knight, der hier alle töten möchte. Vielleicht gucke ich es mir aber doch vorher nochmal. Warte, wo war das denn hier? Ah ja, genau, ist auch wieder auf Sichtlinie bezogen. Genau. Also, jetzt ist es so, man muss nicht touchen, muss nicht das Gelände berühren, man muss nicht draufstehen, sondern muss innerhalb von 3 Zoll damit sein, mit natürlich dann auch wieder allen Modellen. Und dann darf ich von meiner Base keinen Punkt haben, wo ich mich komplett sehe. Und das würde jetzt hier in dem Fall sogar schon so sein, dass ja, hier gibt es einen Punkt von der Base, wo der dieses Modell komplett sieht. Das heißt, die ganze Einheit hat jetzt gerade kein Cover. Jetzt stirbt der Typ hier. Dann gucken wir von der Base hier wieder. Okay, kann immer noch nicht. Und das Interessante ist ja natürlich auch jetzt, wir gucken wirklich von der Base und nicht von hier oben, nicht von der Schulter und so, sondern, da reicht dann schon die Base. Und das heißt, da wird es auch wirklich viel mehr 2D. Und die Einheit hätte ja schon wieder Cover. Das gilt für Container, für solche Container. Ich finde es ganz cool, dass sie eben genau dieses Trade eingebaut haben, Scalable. Also wir hatten auch hier beim Warp immer so unpassierbares Gelände. Das haben wir dann einfach, da muss man dann einfach nicht Scalable draufschreiben und schon kann man da nichts mehr draufstellen. Und am besten, also schon kann man dann nicht mit Infanterie hochgehen. Und am besten nennt man es dann auch noch Unstable Position und dann kannst du nämlich auch keinen Flieger draufstellen. Dafür gibt es nämlich jetzt auch ein Keyword. Dazu gibt es dann noch ein weiteres. Wollt ihr irgendwas zu den Containern sagen? Findet ihr das gut, schlecht? Finde ich ganz gut. Es ist erstmal unintuitiv, dass die keine Base haben, in Anführungsstrichen, aber dennoch wie in der Base C. Mhm. Wegen diesen innerhalb von 3 Zoll. Wir haben quasi so eine 3 Zoll Base drumherum, ne? Mhm. Ja, genau. Ansonsten, ja, finde ich gut. Ja, ich glaube auch, das vereinfacht die ganze Sache so ein bisschen vielleicht auch, dass man ein bisschen fixer spielen kann, das schneller ausnutzen kann und sich da vielleicht auch nicht unbedingt so hart dann dahinter verstecken muss vielleicht sogar. Könnte das Spiel auf jeden Fall ein bisschen fixer auch machen. Ja, man kann sie halt auch endlich mal spielen. Vorher haben sie halt nur irgendwie ein bisschen Line-of-Sight-Blocker für so mal 5 Scouts oder so gegeben. Jetzt bringen sie halt auch mal was. Also gerade auch so diese Sachen hier, die man sonst irgendwie beiseite geschoben hat, weil man sie halt nicht gespielt hat, die kann man jetzt alle spielen und das finde ich halt gut. Du hast jetzt schon was hier reingeschmissen. Was ist denn das hier? Das ist jetzt eine Barrikade, auch eine neue Regel, ist ein Obstacle, zählt auch nur, wenn in 3 Zoll und dahinter, also hat quasi auch so eine 3 Zoll Bubble drumherum, quasi so eine Zone wieder. Die hat, was hatten die alles? Light Cover, Heavy Cover, Defensible, Unstable Position. Ich finde Unstable Position so richtig gut. Also das klärt endlich mal, dass man da oben nichts draufstellen darf. Und Difficult Ground. Das heißt, hier wird man auch endlich mal wieder verlangsamt bei der normalen Bewegung. Was ist denn jetzt hier neu? Defensible hatten wir schon. Heavy Cover. Heavy Cover. Heavy Cover hatten wir noch nicht. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen verbuggt. Weil Heavy Cover sagt jetzt gerade, wenn ich genau, warte. 2 Einheiten kämpfen im Nahkampf. Shining Spears.
stehen jetzt hier. Also Heavy Cover ist erstmal plus 1 Rüstungswurf im Nahkampf. Genau, also der Space Marine kämpft jetzt gegen den. Die dürfen auch beide kämpfen, solange sie in 1 Zoll zu der Barrikade sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war nämlich die Regel von der Defense Line. Genau. Die beiden kriegen plus 1 auf den Rüstungswurf im Nahkampf. Wenn jetzt aber der hier den da gecharged hat, dann kriegt gerade, wie das Wording ist, der Chargende den plus 1 Cover. Und der andere nicht. Was ich, glaube ich, genau andersrum mir denken würde, dass auch eigentlich, wenn ich charge, darf ich keinen Bonus kriegen und der andere ja, ist ja... Das steht doch, also zumindest in den Bullet Points, plus 1 Savings Rolls against melee weapons unless model has made a charge move. Also kriegst du einen plus 1 Rüstung, außer wenn du einen Charge Move gemacht hast. Ja, genau, aber guck mal, also ich stelle mir jetzt hier gerade vor, hier stehen mehrere Space Marines, die verteidigen jetzt hier diese Sandsäcke, also Barrikaden oder was auch immer dann. Und jetzt greife ich dich an und wenn ich dich angreife, habe ich durch diese Sandsäcke einen besseren Save, aber du nicht. Nein, andersrum. Du hast doch den Charge gemacht. Du hast doch den Charge gemacht. Du kriegst es nicht, wenn du den Charge machst. Aber das Wording ist doch genauso verkehrt. Das Wording ist doch hier Heavy Terrain, wo ist das denn? Genau. Add one to the saving throw unless the model making the attack has made a charge this turn. Ja, genau. Genau. Das Modell hier hat einen Charge gemacht. Ja. Das greift jetzt gerade an. Das heißt, gegen die Attacken von diesem Modell hat man kein plus 1 Save. Aber ich glaube, das ist halt hier unten nochmal einmal besser zusammengefasst darunter. Und so ist es, glaube ich, auch gemeint. Nee. In der Zusammenfassung steht es ja recht eindeutig, oder? Ich habe jetzt gerade die Zusammenfassung nicht vor Augen. Also ich gehe davon also aus, dass es eigentlich so gemeint ist, wenn du da drin stehst, kriegst du plus 1 auf deinen Save, wenn du genau, halt kriegst du plus 1 auf deinen Save, aber wenn du da reinschart, kriegst du es halt nicht, du musst noch eine Runde da weiter kämpfen. So würde das für mich Sinn ergeben. Genau. Ja. Aber so wie es jetzt gerade gewordet ist, ist es quasi genau andersrum. Dass derjenige, der charged, der ist irgendwie nicht beeindruckt von der Deckung, weil er mit so einer Wucht da reinschlägt, aber er hat selber die Deckung. Stimmt, oben steht's nicht komisch drin. Also unten in den Bullet Points ist es klar, aber oben ist es, da hat Fred schon recht, da steht halt, es ist beides unterschiedlich. Okay, ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die ersten Turniere stattfinden. Ich glaube, sowas kann man dann auch relativ gut worden. Gibt es noch andere Sachen? Hier ist noch mehr Barrikaden. Es gibt hier noch so die Fuel Pipes. Die sind quasi genauso. Ich weiß gar nicht, was jetzt der Unterschied ist. Ich glaube, die sind genau wie Barrikaden, nur dass sie keine Defense Line haben. Doch, das ist genauso wie Defense Line. Dann gibt es Barrikaden, die sind auch so. Dann gibt es lustigerweise Debris. Also das heißt, dacht einfach nur, du darfst, es ist gar nichts. Das finde ich eigentlich auch sehr interessant. Also das steht halt hier rum, aber dafür gibt es jetzt quasi eine Regelung. Das heißt nämlich einfach, dass das dir keinen Bonus gibt. So ein bisschen wie das früher bei dem Hügel war. Da haben wir ja auch immer gesagt, das ist nichts. Es gibt dir keinen Bonus. Jetzt gibt der Hügel oder also der Container gibt dir jetzt einen Bonus. Auf eine Sache müssen wir noch hinweisen. Es gibt jetzt quasi Ruinen ohne Bases. Und wenn die Ruinen keine Bases haben, dann sind sie nicht Air Terrain, sondern Obstacle. Und dann geht alles, was wir vorhin gesagt haben, mit der Ausnahme, dass man dass das nicht die Obscure-Regel hat, sondern die Dense Cover-Regel. Also ist sie quasi wie ein Wald. Das heißt, wenn ich dahinter stehe, jetzt muss ich mir nochmal genau angucken, wie war das denn jetzt? Wenn das Dense Cover ist, ist es immer noch genau gleich, nur die Regel, wie ich es ausgebe, wird es anders. Genau. Also, der Space Marine steht hier hinter und wird von dem Knight beschossen. Es ist ganz egal, wie groß der Knight ist. Der Knight kann jetzt auch genau
so hoch sein und quasi den Space mit ganz freiem Offen sehen, solange wir von der Base keinen Punkt, von dem Knight keinen Punkt auf der Base bestimmen können, der alle Punkte auf der Base von dem Space Marine sehen kann, ohne durch dieses Geländestück zu gehen, hat dieser Space Marine hier minus 1 to hit. Wenn jetzt aber der Knight in 3 Zoll an dieses Geländestück hier rangeht, weil es ein Obstacle ist, dann kann er da einfach rüberschießen. Das ist jetzt quasi das Analoge zu dem, was wir eben im Wald hatten. Dass wenn der eine Panzer hier steht und der andere hier, haben wir auch keinen minus 1 Cover mehr. Minus 1 to hit. Gibt es irgendwas noch hinzuzufügen? Zu der Ruinwand? Nee, aktuell nicht. Meine Gäste schlafen schon. Also es ist halt, man muss sich halt ein bisschen, man muss eigentlich die drei Regeln, Area Terrain, Area Terrain, Obstacles und was war das dritte? Die drei muss man halt im Blick haben. Ist es nur Area Terrain? Ja, es gibt nur die beiden und dann gibt es halt drei verschiedene Arten von Cover und quasi Light Terrain, Heavy Terrain, also Light Cover, Heavy Cover und Dense Cover. Also ob es ein Obstacle ist oder ein Area Terrain und da ist es dann wichtig, also dann weißt du, ob man eine Deckung kriegt oder nicht und auch wie die Sichtlinie gezogen wird. So. Also. Ich glaube, wir haben es jetzt ziemlich gut mal den Überblick gegeben. Wir beenden den Teil 1 hiermit und gehen jetzt gleich in Teil 2 nochmal darauf ein, was das denn überhaupt für die Armeen vielleicht von meinen Gästen oder von meiner Seite her für Auswirkungen haben könnte, ob man vielleicht weniger Thunderfire Cannons spielt und mehr Predators. Das hört ihr in Teil 2. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal an Manuel, vielen Dank, und an Matthias und an Sehr Martin. Gerne. Kein Problem. Okay, bis im zweiten Teil. Tschüss.